We're starting this episode in a different place. I've been trying or attempting to press record for 3 days now, and well, continue toward the next step of completing my temple over back at the city, the big wasteland before the city. I need to create these names at least vorläufige for these artifacts which I've created and collection of artifacts. This is Tristram, the city before the end, and continuing on already then across this river lies what I've just called the city with the tower. This one. It's hardly even a tower when viewed against this in the foreground, which is my cliff hut. Definitely incomplete. There's a lot more that needs to come on here. Extend the cliff even as high as well, maybe as high as the floor level of the entrance of this house, which needs an entrance and a gateway and a couple of inner doors and walls to separate the rooms. Anyway, what I've been meaning to mention to you now is that it's getting ever more difficult to continue work to what is almost completing itself at this point to be this most unexpected, most magnificent new structure that I've created called the temple. And continued just to keep surprising myself with. And now that we've got the whole rotation, and there's a back to it, so some kind of a back anyway. I even made these side windows, which are like one of these inverted masks with the backdrop there looks like an eye that's following you around, or a little dragon. It's supposed to be a tiny heart. And made from other gorgeous colors. Anyway, as I said, since this is so integrated into the landscape, listen. There's no absolute perfect end finish to what's missing yet, which are just these gaping voids. To either side of it. Again, I've got a back that I'm happy with. I'll show you these crystals later. And there's just a tower or platform or something missing over there. I've mirrored these spires, but of course the front two ones are the ones that are important, that do matter, that influence your experience so massively when walking up to this on the stairs into the dome. And then we have these paintings to the left and right of the main tower, which the dome is resting on. And I'm so glad I managed to do the second one as well. As well, as in, yes, this one too, and as well as I did. For I'm quite happy with it. And the first one, it just sprung out of, I didn't attempt it. So it was a challenge for me in the beginning to find out how I could do another one to do it justice on the other side, but I'm happy with what I've achieved, and you saw it. So, but since the ground layer is what we're concerned with at this point, I must say to you that since we already have these breaking of the symmetry artifacts scattered about, there's no reason to assume why that shouldn't continue. Why, for instance, here there shouldn't be a completely independent, self-sufficient,
little hut that nevertheless has some kind of connection to this big mess, which from this side, this does seem like that. You have no idea when standing here what this will amount to, just standing here, if you hadn't seen it from afar already, and then why would you approach from this side? Is that such an obvious main entrance? Go here. It couldn't have been made more obvious or constructed in a way that made it be more obvious. You get me. So really, it's about the view from afar first, and then still enable the person to stand and walk anywhere on its surface where they would like to. So it must make sense also from a close-up level, which is why I'm mentioning these, let me set they, little huts that are going to be scattered about. I'm making a village here, is what I'm saying. Maybe the llama can go somewhere else. But here is our main concern still. Obviously, I want to keep this and, on this level, the lake. I like this way up. The river is a given, since this one has been, finally, covered up. See, I don't even remember where it was originally, where it started. It's gone. Make our way out and see what else we may discover. I'm basically role-playing at this point. Here we have untouched primal evidence of natural generation. Natürlich, I still loathe that word in English. Die natürliche Generierung einer Landschaft. Und da geht es über in die ersten Beweisstücke menschlicher Bebauung. Auf der anderen Seite dieses Flusses noch mehr so. Und mir fällt auf, all das sind Ruinen. Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, perhaps. Also gehe ich weiter. Naja, Roleplay. Ihr kennt den Rest. Mach weiter. Wir sehen uns, sobald's was zu sehen gibt. Hey, soll nur heißen, ich darf anfangen zu fliegen. Jetzt. First of all, free the pig, if it dares to walk this way. Can pigs jump? No, they can't. So we don't need the torches, we don't need this flesh. Pig equals stupid. The only new thing that I would like to show you, that I have to show for around this area, is over here. I've been practicing my custom trees. These are in the way. No, I'm not referring to those acacia that should have been felled a long time ago. The space that opens up just with them gone. Not even anything needing to replace that space. Just their absence. And here's the one that I'm talking about. I've learned some new things. First of all, this diagonal connect, and you can overlap them even further. It's of such great impact, die Wirkung, die man bekommt, wie es
als zusammenhängend auch wirkt. Ich hatte mich früher immer selten nur getraut, so fliegende Teile zu haben, die sich nur anecken oder ankanten. Hier, das wäre anecken. Aber es lässt sich auch in anderen Situationen eben echt gut anwenden. Und gerade wenn man etwas braucht, was Richtung Himmel wächst. Entgegengesetzt die Blickrichtung. Es muss ein Fluss haben und das tut es damit. Andere Details wähle ich spärlich aus. In dem Fall kommt sehr viel zusammen, aber die Ideen, die sind hier gesammelt. Das ist quasi eine Zielkarte. Was möglich ist, was ich verwenden kann für meine Bäume. Und dann, ach, eine Sache wollte ich noch erwähnen, die Blätter, das Blätterdach. Ich habe ein Problem, was bei euch nicht so wäre. Unter Umständen. Ich zeige euch, wie das aussieht bei mir, wenn ich hier, was cool ist, so einen Moosblock reinsetze. Moos. Und Pflanzenruf. Hier, deswegen verwende ich auch nur die drei Blättersorten. Das ist die Fichte, Birken und die Azalea. Weil die nicht vom Biom her koloriert werden, sondern ihren eigenen konstanten Wert haben, ihren grünen Ton, den sie immer beibehalten. Von daher, ich wäre auch sowieso kein Fan von den anderen, die sich dann nämlich voneinander kaum unterscheiden. Nur in der Form der Blätter her, was echt nicht viel ausmacht. So Blöcke sehe ich ja heutzutage viel mehr, ob ihrem Tonwert her. Die Farblage, die sie einschlagen und dann die Dichte her, von der die Wirkung kommt. Also dunkel oder hell, dazwischen, Saturation. Was mir schwer zu sagen fällt, während ich hier noch durch meine alten Lande ziehe. Später habe ich schon mehr gelernt, aber immer noch an meinen Materialien festgehalten und sie mit Vorliebe recht deutlich auch ausgesprochen. Sandstein, roten Blöcke, andere Blöcke, bla bla bla. Da hier mische ich schon mehr. Orangetöne da. Die Copper Rods und Acacia. Und gerade beim Landscaping habe ich gelernt, wie das mit der Sprinkling-Technik echt gut funktioniert. Und verschiedene Blöcke, die sich zapp, zapp, zapp so aneinander rein. Moos und Tuff und dann über Andesite und andere Gesteinsarten zu dunkleren Gesteinen und ja, bis hin zum schwarzen Concrete, der dann echt viel hermacht. Aber da führt dann kein Weg mehr raus. Das ist dann, es geht in die Schatten, es verliert sich. Weiter hinten in den Kanten werden die Materialien dunkler, versteht sich. Minecraft Mechanics macht es teils von alleine mit echten Schatten, aber es hilft durch Texturing das zu unterstützen. Hier, ihr seht, wie ich mit Wolle und verschiedenen anderen Materialien diesen Kontrast durchziehe. Ich habe hier von Green gelernt. Green. Dann mit den Interiors, die durch ein Fenster zu sehen sind. Und das Fenster selbst darf schon auch was hermachen. Das habe ich durch ihn in Season 8 gelernt. Besonders die, nicht die Magical Menagerie, ein Shop weiter hinten. Greens, Goofery und Gaffery. Nee, vielleicht, ich glaube, das hatte keinen Namen. Mit den schwebenden Endcrystals übereinander, drei gestapelt, hinter einfach nur Tinted Glass,
war das, glaube ich, und sah richtig fresh aus. Und seither habe ich mit diesem Durchblick, und B-Dubs macht das genauso, gearbeitet. Und da ist es echt wirklich gelayered geworden, als ich das angefangen habe, mit zu integrieren. Und mittlerweile sind wir so weit angekommen, dass jeder hintere Winkel irgendwie zum Design dazugehört und mit auch gestaltet sein möchte. Ja, das muss sein, das will ich so haben. Und nichts dem Zufall überlassen. Und ich glaube, ich könnte, wenn, dann noch ein bisschen mehr größere Flächen auch lassen. Aber ansonsten bin ich recht zufrieden mit der Richtung, die es einschlägt. Das sind übrigens, oder sollen sein, zwei Turmaline. Auf jeder Seite zu dem Hintereingang hier beim Tempel. Und ich würde sagen, tut mir leid, dass wir heute nicht viel bauen konnten, aber das ist meine Episode.